rein in den Spieltag. 10. Spieltag der Bundesliga steht auf dem Programm. Es ist ein Auswärtsspiel bei Mainz 05, den Tabellenletzten. Xavi in der Mitte. Und dann wird der Ball durchgespielt für Baumgartner und der wird gehalten, meines Erachtens. Da gehen wir nochmal drauf. Und dann geht er in den Strafraum rein, da gibt es ein kurzes Ziehen, aber das reicht mir nicht. Kampel nochmal mit dem Ball über Steiger, Kampel nochmal zurückgelegt für Baumgartner, zieht ab, zu hoch angesetzt. Gute Möglichkeit aus 17 Metern da. Ja, vielleicht haben wir jetzt in der ersten Halbzeit einfach zu viele Steckpässe, zu viele tödliche Bälle wollten wir spielen. Es geht ja einfach um Entscheidungen auf dem Platz zu treffen und möglichst natürlich die richtige Entscheidung. Das Spiel hatten wir eigentlich unter Kontrolle, nur dass wir das Tor nicht gemacht haben. Durch die beiden Gegentore ja, müssen wir uns selber für auch verantwortlich machen, denke ich. Und gucken, dass es dann am nächsten Spiel auch besser läuft. Ja, erstmal ist die Enttäuschung natürlich jetzt direkt nach dem Spiel sehr, sehr groß. Wir haben uns hier viel vorgenommen, auswärts in Mainz. Der Gegner hat sicherlich noch mal ein bisschen Energie durch den Trainerwechsel bekommen. Aber wenn man das Spiel betrachtet, müssen wir uns einfach an die eigene Nase packen, gucken, was jeder Einzelne besser machen kann. Ja, da dürfen wir die Köpfe nicht hängen lassen jetzt, wir müssen nach vorne schauen. Da müssen wir die letzten Dämpfer einfach jetzt auch nutzen, einfach auch für den Kopf. Hört sich jetzt zwar blöd an, aber es muss weitergehen. Und müssen es gut analysieren, gut auf den Gegner vorbereiten und dann müssen wir wieder mit Energie das Champions League Auswärtsspiel bestreiten.